Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute hatte ich eigentlich geplant gehabt, in Marburg so ein bisschen Fahrrad. Ich bin Fahrrad gefahren und ich habe es nicht nur geplant gehabt, ich habe es auch gemacht gehabt. Aber jetzt kommt das Ding. Irgendwie habe ich bei meinem Handy, mit dem ich aufnehmen tue, die Bildstabilisation ausgestellt gehabt. Jetzt ist es so, die Frontkamera, da nehme ich eh immer einen Gimbal. Das wird dann einfach deutlich stabiler. Der restlichen Aufnahmen sind alle komplett scheiße geworden. Von den Aufnahmen kann man gar nichts, wirklich nichts verwenden. Ja, im Endeffekt super gelaufen. Das heißt also, das komplette Material, ich habe heute ungefähr 3 Stunden in Marburg gedreht gehabt, ist komplett, ja, unbrauchbar. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht gehabt, weil ich jetzt so im Endeffekt komplett einmal alles umsonst gemacht habe und der Tag jetzt nicht unbedingt gerade mega geil gelaufen ist, was macht man da? Man macht ein neues Video. Jetzt nicht mehr ganz zentral in der Innenstadt in Marburg, sondern ich bin hier in Kappel, gerade in Marburg-Kappel bin ich und gerade hier oben aus dem Wald gekommen. Ich war ein bisschen spazieren jetzt nochmal. Das Wetter ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Kann man echt nicht sagen. Und ja, zeige ich euch jetzt mal hier ein bisschen meine alte Hut, beziehungsweise zeige ich euch eigentlich nur 2, 3 ganz schöne Spots. Falls sich jetzt vielleicht der eine oder andere fragen tut, warum ist mir das nicht aufgefallen mit der Bildstabilisation? Ja, das kann ich jetzt einfach sagen. Es ist sehr hell. Ich filme mit einem S10 Plus, also auch nicht das neueste Handy. Und das Problem ist bei dem S10 Plus, dass der Bildschirm sehr, 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 sehr dunkel im Sonnenlicht ist. Das heißt also, ich konnte auch so gut wie gar nichts von dem Bildmaterial vorher mal sichten. Ich habe 2, 3 Videos geguckt gehabt, ob da der Ton passend tut, einigermaßen. Und ja, das waren aber Videos, die ich mit dem Gimbal gemacht habe. Ja, und der Rest ist jetzt komplett Müll. Oh nee, Digga. Oh nee. Hier sind wir jetzt mit Abstand am schönsten Punkt in Kappel. Und das ist der Teich. In dem doch teilweise sehr, sehr zugebauten Kappel. Noch so ein richtiges schönes Stück Natur mit Enten, mit der Insel hier drinne. Diesen Winter war es teilweise so zugefroren, dass man auf den Teich gehen konnte, Schlittschuh fahren und so. Es war echt schön gewesen. Man muss wirklich sagen, traumhaftes Wetter, also die Sonne knallt. Guckt euch mal an, wie die Person geparkt hat. Ich hoffe, man sieht das. Der steht wirklich nur 1 Millimeter noch an der Seite von seinen Reifen. Das macht sowas von derbe die Reifen kaputt. Aber naja. Aber wenn man sich die Radkappen anguckt, ist das nicht das erste Mal. Ja, das war es jetzt auch schon gewesen von dem kleinen Vlog, nachdem da im Endeffekt aus dem Marburg-Vlog nichts geworden ist. Den hole ich auf jeden Fall nochmal nach. Mit Bildstabilisierung vernünftig. Hier bin ich eben auch gestartet. August-Bebel-Platz in Kappel. Dann mit dem Fahrrad losgefahren in die Innenstadt. Ich blende euch vielleicht jetzt mal ganz kurz mal einen kleinen Teil ein. Der ist halt mal ein bisschen verwackelt. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal wieder was Gescheites, beziehungsweise ein längerer Vlog. Und ja, freut euch schon mal auf nächstes Jahr. Da gibt es die Weltreise. Abonnieren, kommentieren. Danke fürs Zusehen. Ciao.